Ja, hallo, Lieben, ist das schon mal Pater, Projektionscoach, Diplompsychologe, ist mein Videoblog, und mit dem Dating, Beziehung, Liebe. Ja, heute haben wir wieder den Struggle mit außerhalb deiner Komfortzone zu daten. Und genau, es geht darum, dass, ja, wenn wir vielleicht, ich weiß das jetzt nicht, wie es bei dem ja ist, Red Flags aus der Kindheit schon gewohnt sind, dann finden wir Red Flags normal. Beziehungsweise es fühlt sich sogar teilweise auf so eine dunkle Art gut an, dann Red Flags, während wir Menschen, die eine stabile Beziehung bieten, nicht daten wollen. Das ist so einer der größten Hürden. Deswegen habe ich auch 3 Bindungsangst-Module in meinem Programm. Modul 4, 6 und 9 ist das. Weil das einer der größten Probleme ist, denke ich. Und na, wir gehen mal rein in die Mail von Rastrotzkopf. Und er schreibt: Lieber Christian, ich bin begeistert voller deiner Arbeit und habe auch schon an einigen Inhalten teilgenommen. Das brachte mich alles wirklich weiter. Da mich meine Ex-Beziehung, die vor 3 Monaten in die Brüche ging, nicht loslässt und ich in deinen Videos nach Antworten suche, schreibe ich dir jetzt, weil ich nämlich keine genaue Antwort finden kann, sondern nur Fragmente. Ich habe gehofft, du kannst womöglich ein Video drüber machen. Habe meine Ex-Partnerin vor 3 Jahren im Job kennengelernt, hatte damals noch eine Beziehung mit einer liebevollen und klammernden Partner, von der ich mich dann nach 1,5 Jahren getrennt habe, weil meine Ambivalenz mich von ihr weggetrieben hat und die Gefühle verschwanden. Ja, also du warst ein Minuspol und ja, also gut, ich meine, das auch für Pluspole sind andere Pluspole häufig, oder was auch immer du jetzt bist, aber also, nee, ich sag's mal anders, wir wollen weder ist ein sicherer Partner jemand, der zu anklammernd ist, noch ja, zu sehr dieses Bindungsangstmuster spielt, aber andererseits schreibst du ja auch liebevoll irgendwie und ja, also meiner Ansicht nach bringt es auf die Dauer mehr an seiner, ob das jetzt die richtige Beziehung ist, das weiß ich nicht, was scheinbar auch nicht, aber es bringt mehr, glaube ich, an seiner Bindungsangst zu arbeiten, als immer wieder in diese Beziehung zu rennen, wo man liebessüchtig wird und was weiß ich so, ne? Aber okay, da war es jetzt so. Gut, genau, ich erkenne mich rückwirkend in meiner Beziehung als Minuspol, der nach anfänglicher starker Verliebtheit und Leidenschaft nach ominösen 3 bis 5 Monaten immer wieder die 100-200-Tage-Grenze eine Distanz herstellte. Ja, als ich mich dann von der beschriebenen Ex trennte, war ich die Folgemonate zunächst erleichtert. Ich witterte aber Interesse an einer Kollegin. So trafen wir uns in jedem Sommer häufig. Letztlich ergriff sie die Initiative. Warum muss sie die Initiative ergreifen? Warum machst du das nicht? Und gestand mir in der Kneipe, dass sie schon vom ersten Moment an in mich verliebt war und ich ihr Herz gebrochen hatte, da ich nicht Single sei. Honigdusche für mein Ego. Ja, ist wunderschön, vor allem wenn man die Frau selber gut findet, verstehe ich absolut. Allerdings wittere ich hier schon wieder so ein bisschen Lovebombing, weiß ich nicht. Also mein Love, ich merke gerade, wie ich das vorlese, dass mein Lovebombing-O-Meter anschlägt, auf jeden Fall. Ist schon ganz schön dick aufgetragen. Sie ist eine bildschöne, intelligente Frau und wir hatten von Anfang an viel Chemie. Sie ist autonom, das heißt, eine Bindungsangst wird nicht angetickert. Und trotz ihren Ende 20 Jahren wohl hatte sie noch keine feste Beziehung im Erwachsenenalter. Das, was ich meine, die liebe, nette, lässt du stehen, die vielleicht so anklammernd war, okay. Und jetzt läufst du der Autonomen, die noch nie eine Beziehung hätte, da, ja, wird dein Bindungsangstmodul wird dann nicht angetriggert, sag ich mal. Und ja, da kannst du dich jetzt so richtig reinstürzen, ne? Wobei, wie gesagt, mir schreiben immer wieder Leute, das ist jetzt nichts falsch an jemanden, der nie eine Beziehung hatte, nur wenn man selber eine feste Beziehung sucht, dann wirst du die da wohl nicht finden, weil wenn sie bis 28 nicht den richtigen gefunden hat, kann man davon ausgehen, dass er mit 29 und 30 auch nicht da sein wird, ne? Oder mit 31 oder mit 27, ja. Sie meint, es seien nur Affären gewesen und der Richtige fehlt noch, ne, genau. Ja, gleichzeitig meint sie aber auch, dass sie die Männer in die Wüste geschickt hat, sobald sie ihr entweder wichtig wurden oder sie ihren Freiraum bedroht haben. Ja, das klingt nach einem richtig stabilen Bindungsmuster. Das klingt nach, was scheinbar ganz viele Männer mögen, heiß, kalt, hin, her,
Ja, Verlustangst und Bindungsangst gleichzeitig. Da stehen ganz viele Männer drauf und es ist einfach, aber das ist Recipe für Desaster, wie man so sagt. Also, weil das sind so Frauen, die eine Liebessucht schicken, ne? Ja. Ich ignorierte das Warnsignal. Ja, ich vermute mal, da würde ich mal gucken, weil du es kennst, vielleicht von deiner Kindheit her. Und dann, man kann rote Flaggen manchmal, also man sieht sie eigentlich, aber man ignoriert sie trotzdem, weil sie sich gut anfühlen, weil das einfach das Elend ist, was man kennt, ne? Dieses, weil dann dieses Erregungsniveau im Gehirn dann wieder losgeht, diese Mischung von Angst und Aufregung und dann wird wieder, Chemie wird mit Angst verwechselt, aber da werde ich auch nochmal ein Video drüber machen. Und ja, aber letzten Endes kommt man nicht weiter, wenn man nicht, man muss außerhalb, und das ist, hört sich wirklich schräg an, man muss außerhalb seiner Komfortzone daten und das ist häufig ein bindungssicherer Mensch, ist außerhalb der Komfortzone, ne? So, außerdem klingt das für mich, kann mich jetzt wieder manche verhaten, aber es klingt für mich nach einer Frau, so sexy und feminin sie auch rüberkommt, die eventuell doch aus Schutzgründen eher in so einer männlichen Polarität unterwegs ist, ne? Das passiert ja häufig. Und weil dieses, also sie ergreift die Initiative, also sie macht klar, sie schießt ab, heißt für mich auch, dass sie ja in der Kontrolle bleiben will, so, ne? Und nicht loslassen kann, ne? Sie betonte, wie wichtig ihr Freiraum Freunde seien. Das klang für mich auch passend. Ja klar, gerade nach der Vorbeziehung, ne? Nach den bekannten Verliebtheitsmonaten wurde mir spürbar, dass ich dadurch verunsichert war, weil sie nach ihrem Zeitplan unsere Treffen legt. Ja, sie, das sage ich ja, sie ist in der männlichen Polarität, ne? Ich fühlte mich sehr schnell ausgeliefert und erlitt extreme Verlustängste. Ja, ich sage, mach den Verlustangstkurs, da ist ja auch wird ja ausführlich dargelegt, warum das eigentlich eine Illusion ist und warum das eben ganz viel mit dem Match zusammenhängt, ne? Und das haben wir hier auch wieder. Es ist das Match, ne? Mit einer anderen Person bist du nicht verlustängstig. Es ist, aber hier, das bringt dich nicht weiter, ne? Aber es ist wieder Drama und ja. Ich zweifelte an mir, ob ich wohl mit einer autonomen Frau einfach nicht klarkomme. Ja, das ist nicht das Autonome, es ist dieses Bindungsvermeidende, was sie hat, glaube ich, ne? Dieses Kühle, ne? Oder ob da noch etwas anderes mitspielt. Ich konnte es nie genau benennen und suchte immer wieder Erklärungsgespräche, um eine Sicherheit zu bekommen, die nie von Dauer war. Ja, jetzt ist so ein Pluspol, sie geht im Minuspol, da haben wir das Spiel wieder andersrum, ne? Sie hatte für mich etwas Unerreichbares, ja. Und das mögen so viele Menschen, ne? Unerreichbaren Menschen hinterherzulaufen. Und die fühlen sich ja auch bestätigt, die unerreichbaren Menschen, weil die merken, ich brauche nichts tun und es wird mir hinterhergerannt. Was soll ich mich anstrengen, ne? Und irgendwie hörte das der Ober an dieser Frau nie auf. Ja, das ist typisch für dich jetzt. Also, ich weiß jetzt nicht, was sie da gemacht hat, aber für dich, aus deiner Sicht, toxische Beziehungen, dass man nie aus dieser ersten Phase rauskommt, ne? Was denkst du? Oft spreche ich mit meinem Kumpel drüber. Ja, wenn man schon so oft mit Freunden drüber reden muss, ist auch schon scheiße, weil ich die Beziehung nicht belasten wollte und den Fehler bei mir suchte. Ja, es ist einfach aus deiner Sicht, auch wenn sich das noch so spannend und aufregend, es ist kein gutes Match. Ne? Da macht keiner einen Fehler. So, ist einfach kein gutes Match. Ne? Seine Ex kann ja auch nicht aus ihrer Haut so. Ne? Ja. Meine Ex wirkte nach Einfordern meinerseits nach mehr Zeit manchmal zickig und erschien so, als ob sie mit sich selbst kämpft, um entweder frei zu sein oder die Beziehung zu leben. Ja. Ich meine, immerhin hat sie mit dir jetzt eine Beziehung, also weiß nicht, oder ob sie sich dann auch zu einer Affäre zählt, weiß ich nicht. Aber ja, jetzt wird es ihr halt zu viel und dann, ich will jetzt hier niemandem wirklich eine Schuld geben, ist ja auch jetzt, du sagst ja auch nichts, dass sie irgendwas absolut Horrormäßiges getan hätte. So, ja, die Beziehung entwickelte sich so. Es ist wahrscheinlich das Muster, in dem du dich irgendwie auf eine ungute Art wohlfühlst. Ja, und wie gesagt, man muss außerhalb der Komfortzone daten, ne? So, es gab manchmal auch Nadelstiche in meine Richtung. Ich denke genau, spürte ich irgendwie und prüfte täglich, wie sicher sie am jeweiligen Tag in der Beziehung ist oder nicht. Wenn sie aus der Tür ging, fühlte es sich an wie eine Beziehungspause, obwohl wir auch in Kontakt blieben. Ja, ich glaube, nichts weiter zu sagen. Ich hielt mich für zu empfindlich und wollte es mir selbst
erklären, weil sie offensichtlich ja nichts falsch gemacht hatte. Sie schrieb manchmal mit langen Pausen erst zurück oder wirkte kühl abweisend. Ja, sie wirkt nicht nur kühl abweisend, sie ist kühl abweisend. Und dann wieder herzlich zugewandt. Ja, das ist Kryptonit für ganz viele Männer, so eine Frau, ne? Ich meine, sie kann nicht anders, offensichtlich, oder will nicht, kann nicht. Was willst du dazu sagen, ne? Was willst du jetzt in irgendein Label pressen oder so? Es ist halt jemand, der dich in die Liebessucht treibt, ne? Vielleicht verunsichert mich das, obwohl sie nichts verbrochen hatte. Ich entwickelte Liebessucht, verlor Gewicht und mein Studium litt. Kein gutes Match. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ihr gegenüber spielte ich den Coolen. Ja, nee, das sollt ihr nicht machen. Das ist auch nicht, was ich sage. Ich sage immer, fordert ein, was ihr braucht in der Beziehung. Und wenn die Beziehung dann auseinandergeht, dann soll es eben nicht sein. Fertig, ne? Nicht so co-abhängig, oh, ich soll jetzt bloß nichts sagen und so, ne? Fühlte mich am Haken hängend. Ich verstand meine Emotionen nicht. Letztlich, ja, musste ich mir Hilfe suchen, da ich einfach nicht mehr klarkam. Ja, so schlimm kann das werden, ne? Aber was soll ich dazu sagen? Das ist typisch toxische, liebessüchtige Beziehung und tut dir einfach nicht gut, ne? Mein Kumpel hielt Kontakt mit ihr über die Zeit meiner Hilfesuche und jetzt muss ich mal gerade lesen, was hier kommt. Und dann nahmen wir aber die Beziehung wieder auf. Warum? Warum? Also, ich meine, ich weiß warum, weil du einfach noch in der Liebessucht bist zu ihr, aber was soll das bringen? Sie hat dich doch schon auf den Boden gebracht. Jetzt gehst du wieder zu ihr zurück, ne? Nicht gut. Natürlich war da viel Unsicherheit, doch ich sprach offen über meine Ängste und Themen aus der Vergangenheit. Wir konnten die Beziehung stabilisieren und ich startete dann in ein halbjähriges Praktikum in eine andere Stadt. Die Fernbeziehung machte mir schwer zu schaffen. Ich kämpfte weiter mit Verlustängsten und auch mit unbegründeter Eifersucht, wenn sie feiern ging. Wir sprachen darüber und sie versuchte mir zu helfen. Ich investierte viel und fuhr alle 2 Wochen zu ihr. Sie selbst signalisierte, dass sie das nicht zwingend brauchte. Ja, das ist einfach zu distanziert für dich, ne? Und verpasste mir manchmal Nadelstiche während der gemeinsamen Zeit, die mich auf Abstand brachten. Ich litt und empfand mich wieder als zu empfindlich. Nach der Fernbeziehung zogen wir in eine gemeinsame Wohnung. Wahnsinn, wie lange das noch geht jetzt, ey. Dort genossen wir zumeist die gewonnene Nähe. Nach 2 Wochen wurde es ihr zu viel und sie bat um Alleinsein. Ja, das ist von außen immer leicht zu sagen, aber ich weiß, das ist aber vorprogrammiert, ne? Aber wenn man da drin steckt, muss man den Weg halt gehen. So ist das halt, ne? Ja. Abgekürzt gingen wir mit dem Zusammenziehen auf der Suche nach Balance zwischen Nähe und Distanz. Ich blieb der Klammernde. Wir arbeiten beide mit externer Hilfe an uns. Wahnsinn, das ist. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da so viel macht, muss ich wirklich sagen. Die scheint dich auch echt zu mögen. Ich arbeite unterbrochen an meinen Verlustängsten, konnte mit Babysteps Erfolge erzielen und meine Autonomie ausbauen und mehr Zeit mit Freunden genießen. Sie versuchte, sich Auszeiten zu nehmen und offen zu kommunizieren. Leider gab es immer wieder Trigger, ausgelöst durch unsere Kommunikation, Ambivalenz oder auch gefühlte Ablehnung beim Bettsport. Zum Verzweifeln. Ein langer Urlaub wurde dann zum Verhängnis. Nach beidseitiger Euphorie und zunehmender Ruhe in puncto Beziehung schien sie massiv im Urlaub zu struggeln. Durfte es nicht ruhig werden. Ja, meiner Meinung nach, ihr seid ein tolles Lernmatch, ne? Also wirklich, sage ich jetzt wirklich ganz ehrlich, so im Beetschen Sinne mit den Arschengeln oder ihr helft euch gegenseitig in eurer Entwicklung, wenn man so will. Aber ihr seid kein gutes Match. Nach der Heimreise dachte ich, wir hätten die Kurve gekriegt, doch sie ging komplett auf Abstand. Eine Woche später verließ sie mich an dem Tag, wo wir eigentlich einen Termin bei der Paarberatung gehabt hätten. Sie meinte, es würde sich für uns beide nicht passen. Ich habe Schuldgefühle, es nicht besser gemacht zu haben. Was willst du denn noch machen? Du hast wirklich auf den Knien rutschend, also jetzt meine ich jetzt im Sinne von, nicht jemand anderes Bild, du hast wirklich dich kaputt gearbeitet an dieser Beziehung mit allem, was dir zur Verfügung steht, und was hättest du denn da noch mehr machen sollen? Also, du hast überall Schwielen an den Händen vom vielen Arbeiten an der Beziehung
Und aber ich finde es, danke für die Mail, ich finde es so schön, weil ja immer wieder gesagt wird, ja, dann arbeiten beide an sich. Und wie gesagt, ich kann das nicht sagen. Also ich habe noch persönlich von keiner Beziehung gehört, die sich auf so einer Basis letzten Endes wieder komplett stabilisiert hat. Aber ja, vielleicht habe ich noch nicht alles gehört und vielleicht hat vom ungarischen Hausmutter meiner brasilianischen Stiefmutter, von der die Tennistrainerin und von der die Tochter, hat es vielleicht mal einmal erlebt. Okay. Aber ja, danke für die Mail und danke für deinen Journey auch, weil ich hoffe, ich denke, das wird vielen helfen, weil das zeigt einfach, wenn das Match nicht passt, kannst du dich im Eck drehen. Und da reden wir jetzt nicht darüber, dass der eine dreimal die Woche Sex haben will und der andere viermal die Woche oder dass man einfach, ja, dass Beziehungen nicht an sich schwierig sind oder dass man Schwierigkeiten überwinden muss, sondern wir reden darüber, dass es grundsätzlich, ja, eure Bindungssysteme nicht matchen, so, ne? Beziehungsweise es fehlt, man weiß ja noch nicht gar nicht mal, wer in welchem Pol ist hier, weil sie kann wechseln, du kannst wechseln, aber was fehlt, ist der stabile Part in der Beziehung, so, und der stabile Part wird sich aber unter Umständen langweilig anfühlen, ne? Und die eigene Bindungsangst triggern. Aber meiner Ansicht nach bringt es, ich meine, du hast ganz viel an dir gearbeitet, das wird sicherlich super helfen, aber und jeder Weg ist anders, also ist alles okay, aber wirklich, es gibt keinen Grund, hinterher zu weinen, weil ich habe wirklich alles, ich habe wirklich alles probiert, ne? Und sie ja auch, ne? Und aber es passt einfach letzten Endes nicht, ne? Und meine, jede Beziehung geht irgendwann auseinander, notfalls mit Tod irgendwie, wenn einer stirbt. Also ja, sie ist wirklich als Weg, aber also meiner Ansicht nach, also es könnte sein, dass das so eine plus 3, minus 3 Beziehung ist, also das ist in meinem Umsonstmodul drin, diese Skala, wo das so an der Kippe ist, obwohl so richtig an der Kippe, weiß ich nicht, aber wo man sich dann wahnsinnig anstrengt und versucht es zu machen und man kann dir ja auch nichts vorwerfen, es schreckt sich ja auch wahnsinnig an, so, ne? Aber ja, und es hat ja auch lange funktioniert, also ich mache da jetzt auch gar nicht so viel Negatives drüber sagen, aber das ist, was ich immer wieder sage, du kannst, wenn man mal einmal so richtig liebessüchtig ist in einer Beziehung, das ist meine ganz persönliche Meinung, sind die Beziehungen in letzter Konsequenz nicht zu retten, so, ne? Das, leider bestätigt mich das wieder. Und trotzdem ist es gut, dass man den Weg gegangen ist jetzt auf irgendeine Art, weil wir alle strugglen. Wir alle, keiner kommt auf die Welt und weiß, wie es läuft hier. Und das ist ja auch nicht nur Beziehung so. Wir alle strugglen, wir müssen unseren Weg gehen und da kommen wir alle nicht drum rum, ne? In diesem Sinne, mach einfach weiter. Aber versuch das mal, anderen Typ Frau zu daten in Zukunft. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.